Die Fans von Christian Polans, 45, hatten sich schon so sehr darauf gefreut, ihn in diesem Jahr wieder bei Let's Dance zu sehen. Doch dann der große Schock. Nach 17 Jahren wird er zum ersten Mal nicht dabei sein. Unsere Let's Dance-Familie ist so groß, sodass wir nicht jedes Jahr alle Profis mitnehmen können. Welche Profis tanzen, hängt auch davon ab, welche Promis dabei sind. Es muss insgesamt passen, erklärt RTL ganz diplomatisch. Doch gibt es für das Aus vielleicht noch einen anderen Grund? Auf seinem Instagram-Kanal lässt Christian nach dem Aus nicht sonderlich viel durchblicken. Ich habe einfach mittlerweile zu viele andere wichtige Aufgaben, erklärt er knapp. Das ist mit dem enormen zeitlichen Aufwand als Profi bei Let's Dance nicht mehr unter einen Hut zu bringen und hat schon in der Vergangenheit dazu geführt, dass ich meine eigenen Unternehmungen ausgebremst habe, was kein gutes Gefühl ist. Ist wirklich nur sein voller Terminplan schuld an dem Ende seiner Let's Dance-Reise? Seine ehemalige Tanzpartnerin Sila Shahin, 38, hat da eine andere Vermutung. Ich glaube, dass es vielleicht auch irgendwann frustrierend ist, wenn keine Steigerung stattfindet und man immer nur tanzt, erklärt sie gegenüber Promiflash. Ich könnte mir Christian auch in der Jury vorstellen, weil er einfach auch so erfahren ist. Ob Christian sich tatsächlich nach einer Steigerung und vielleicht sogar einem Platz am Jurypult gesehnt hat, weiß wohl nur er selbst. Fakt ist, Christian ist seit der zweiten Staffel von Let's Dance dabei, konnte zweimal den Pokal holen. Das letzte Mal 2011 mit Maite Kelly. Das ist immerhin 13 Jahre her. Für einen so ambitionierten Tänzer sicher eine lange Zeit.